Ja, 34. Spieltag, natürlich hier Milik im Fadenkreuz des Geschehens. Werden wir natürlich darauf achten. Patrick Weihrauch und er streiten sich ja noch um die Torjägerkanone. Für uns geht es im letzten Spieltag eigentlich nur noch darum, gut abzuschneiden. Ja, wir sehen allerdings hier, Suarez müssen wir rausnehmen. Gehen mit Süle rein. Und wir würden den Maxi Arnold da spielen lassen. Ja, wir machen jetzt kein großes Heckmeck. Letzter Spieltag. Schauen wir mal beim HSV. Für den HSV ist es jetzt auch ein Spiel ohne Wert. Die wollen eigentlich nur in Form kommen. Enrique vorne. Das ist die Mannschaft hier vom HSV. Wollen wir mal kurz vorstellen. Sosa im Tor. Sorg, Bieland, Di Giroud, Sanko, Yannick Schulze, Johann Geis, Maximilian Beister, Coke, Andi Nayar und Enriquez. Ja, jetzt keine allzu starke Mannschaft. Ich würde sagen, geh mal rein ins Spiel. Genießen wir den letzten Spieltag. Es ist ja alles gesagt. Also auf geht's. Ja, auch ein letztes Mal. Schön, dass ihr da wart, da seid in dieser Saison. Ich habe mir einen Lutschbonbons gegen meine Halsschmerzen reingepfiffen. Also nicht wundern, wenn es hier ab und zu mal zu Audiogeräuschen kommt, die ihr nicht kennt. Das ist mein Lutschbonbon. Ich wünsche heute Patrick Weihrauch 4 Tore, dass er seinen Rekord vom letzten Jahr einstellt und die Torjägerkrone mitnimmt. Und Yannick Schulze kriegt schon gelb nach 4 Minuten. Das so ein bisschen die Vorzeichen für dieses Spiel. Also Patrick Weihrauch, viele Tore. Und da könnte man auch gerade mal was ändern. Und zwar bei Aufgaben. Elfmeter. Gebe ich da mal Patrick Weihrauch die Möglichkeit, damit er hier seine Tore schießen kann. Ja, das sind wir ihm schuldig. Er hat so viel für den Verein getan. Paar Zahlen. Ich glaube, ein Gerd Müller hat in der Nationalmannschaft ich glaube irgendwas mit 68 Spielen und 62 Tore hat er geschossen und in der Bundesliga irgendwas so mit 300 und noch was Toren, 360 oder 365 Tore, glaube ich. Wäre natürlich schön, wenn ein Patrick Weihrauch auch mal so in die Nähe kommen könnte von solchen Zahlen. Würde ich mich sehr freuen. Der Arnold heute von Anfang an. Da Suarez gelb-rot gesperrt ist. Setze ja auf den jungen Mann. Also so jung ist er ja auch nicht mehr, aber ich traue ihm noch was zu. 0 zu 0, 17 Minuten, der HSV kommt und Reimann ist da. Ja, die Luft ist natürlich in diesem Spiel, grob gesagt, raus. Lediglich hier für Patrick Weihrauch, der natürlich noch viele Tore schießen möchte. Und
natürlich die Frage, ob der HSV das zulässt. Für den HSV wird es nach diesem Spieltag schwer werden. Relegation. Ich weiß jetzt noch nicht, gegen wen sie da spielen müssen aus der zweiten Liga. Aber das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden für den HSV, wie im richtigen Leben, auch hier im FM. Die Unabsteigbaren. Ahrens. Ja, das Blutspannung tut schon mal gut. Hört der Schmerz im Hals so ein bisschen auf. Da seht ihr mal, unter welchem Einsatz ich hier fighte. Selbst mit einer Erkältung sende ich für euch. Weil ich wieder Spaß bekommen habe. Ich habe eine längere Pause gemacht, fast einen Monat. Aber das hat mir gut getan. Das kann ich auch jedem YouTuber nur... Jawoll, da ist der Patrick. My universe will never be the same. Ja, ich kann das mal aufschreiben. Patrick kämpft um die Kanone. Na, 37 Treffer. Noch drei, dann hat er seinen Rekord vom letzten Jahr eingestellt. Das glaube ich zwar nicht, dass er das schafft, aber trotzdem ist es wieder eine blendende Saison. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass er gesund geblieben ist. Sein Aufstieg, den werde ich vielleicht auch nach der Saison nochmal skizzieren. War ja in der zweiten Mannschaft. Oh, das war knapp. In der zweiten Mannschaft damals. Ich habe ihn eigentlich mehr so als Update gekauft. Wir hatten zu der Zeit andere Spieler, die in der ersten Mannschaft Stamm waren, auf der Position des Stürmers. Dann war er wieder gesund. Dann war, glaube ich, die Situation, dass unser etatmäßiger Stürmer kriegt Gelb hier, dass der nicht die Form gebracht hat. Dann habe ich ihn eingesetzt. Und seitdem war er nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Die Nummer 9 von Patrick Weihrauch ist in Stein gemeißelt in Rostock. Und letztes Jahr hat er sich selbst die Krone aufgesetzt mit 40 Treffern. Ist das erste Mal Torschützenkönig in der Bundesliga geworden. Was er ja dieses Jahr auch noch werden kann. Wenn Milik jetzt kein Tor gemacht hat, dann sind die beiden gleich gezogen. Das war mein Bonbon. Jetzt ist es kaputt, jetzt habe ich drauf gebissen. Ja, wenn er vielleicht noch ein oder zwei Tore macht, dann hat er vielleicht die Krone wieder. Dann wäre er das zweite Jahr hintereinander. Das ist ja auch eine tolle Leistung. Das muss man erstmal schaffen. Mich wundert, dass er nur vom Marktwert nicht so hoch ist. Jawohl, und er macht das. 38. Treffer. Patrick schießt weiter Tore. Ah, schon stark. Habt ihr das gerade gesehen? Gegen vier Verteidiger hat er sich da durchsetzen müssen. Zwei im direkten Duell und er setzt sich mit seiner ganzen Willenskraft durch. Ja, bei Leverkusen 1-0, wenn das Milik war, dann wird's knapp. Ich hoffe, Patrick holt sich die Krone. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Zwei Treffer. 2-0. Durch den Mann, der uns eigentlich dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, in der ersten deutschen Bundesliga. Wieder eine gute Saison gespielt.
DFB-Pokal bis ins Halbfinale gekommen. Ich glaube, Viertelfinale war es bei der Champions League. Natürlich versuchen wir uns da jedes Jahr zu steigern. Aber wir müssen auch ehrlich sein, wir sind keine ganz große Mannschaft, sondern wir sind ein gewachsenes Team mit guten Einzelspielern, aber mehr bestechen wir eigentlich durch das Team. Das ist eigentlich unsere Stärke. Unsere Schwäche diese Saison wieder mal die Abwehr. Da haben wir zu viele Tore zugelassen. Gott sei Dank haben wir einen grandiosen Sturm, der es uns ermöglicht hat, trotz der vielen Gegentore oben mitzuspielen. Und wenn wir dieses Spiel so nach Hause bringen, sind wir am Ende Zweiter und können uns freuen über eine tolle Saison. Und vielleicht, ja, Milik sehe ich gerade oben, trifft 2:0. Also wenn der jetzt 2 Tore geschossen hat, dann ist er wieder vorne in der Torjägerliste. Wenn er nur 1 gemacht hat, dann ist unser Patrick vorne. Oh, das wird spannend. Der HSV kommt nochmal. Und gerade spreche ich es aus. Und dann machen sie den Anschlusstreffer. 1:2 nur noch. Ja, verlieren wollen wir das nicht. Schade ist halt nur, wenn wir es wirklich nochmal schaffen sollten, Patrick wieder auf 1 in der Torjägerkrone zu setzen, dass er dann halt immer ein Torjäger war ohne den Meistertitel. Ne? Ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr das nochmal, nächste Saison nochmal schaffen können, so weit oben zu spielen und so lange auch um den Titel zu kämpfen, das bezweifle ich so ein bisschen. Die Mannschaft wird ja auch Jahr zu Jahr ein bisschen älter. Aber es drängen auch junge Kräfte nach aus der zweiten Mannschaft. Da muss man mal abwarten, wie die sich integrieren. Oh, schöner Lattenschuss hier von Maxi Arnold. Ja, ich wurde oft auf das Stadion hier angesprochen. Also wie es eingefügt wird, weiß ich nicht. Ich füge das ja immer mit so einem Pfeil ein. Das war, glaube ich, so ein Stadionpfeil, den ich hatte. Mega-Stadionpfeil oder irgendwas nannte der sich. Den habe ich irgendwo nochmal gefunden und habe den wieder eingefügt. Das war dann aber ein Zufall, weil ich wollte den eigentlich für den 14er einfügen, aber habe dann aus Versehen den 13er eingefügt. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie der heißt. Vielleicht weiß ja von euch jemand, wenn er dann das Stadion sieht, wie dieser Pfeil heißt. Weil da fragen viele nach. Jetzt aber eine schöne Chance wieder von Patrick Weihrauch. Gibt Eckball. Jawohl! Wer war das? Tobias Ahrens. 23. Tor. Ja, den zweiten Platz wollen wir halten. Ja, das Ostseestadion, hier sieht man es mal gerade jetzt schön. Die Tribüne ist natürlich toll, ne, wenn man solche Stadien da drin hat. Das macht ja so ein Spiel auch schön. Ich meine, klar, die FIFA-Spiele, FIFA 16 jetzt oder so, die haben natürlich noch viel, viel bessere. Oh, Sami Khedira kriegt nochmal rot. Hm. Ja, muss man eigentlich nicht geben, ne? Das ist eigentlich ein Witz, diese Geschichte. Na gut, sage ich nichts zu. Macht es jetzt natürlich für Patrick Weihrauch noch schwerer jetzt. Weil der HSV dann wieder ein bisschen stärker werden wird, denke ich mir. Aber es sind nur noch wenige Minuten und ich weiß halt nicht, ob Milik 2 Tore geschossen hat oder ob er mittlerweile schon ein weiteres geschossen hat, weiß ich nicht. Es könnte knapp werden für Patrick.
Das war knapp. Und das war abseits. Kämpft auf jeden Fall. Holt nochmal einen Freistoß raus. Ein Elfmeter wäre ja auch nicht schlecht. Ich habe ihn ja jetzt als Elfmeterschützen Nummer 1 hingestellt. Wäre ja auch noch eine Variante, um ein Tor zu schießen. Ja, Arends. Schade. Nochmal Arends. Und der macht das 4:1. Jetzt also auch zwei Tore von Tobias. Ja, was ich auch nochmal ansprechen möchte, also wer mir da mal helfen könnte, mal neue Trikots für die neue Saison zu basteln, ob da einer draußen ist, der das kann, wäre ich sehr dankbar drum. Kann er mir dann über Facebook zukommen lassen. Meloni findet ihr also auch unter Facebook. Ich habe da jetzt keine Fanpage reingemacht, sondern ganz normal meine. Deswegen nehme ich da auch keine Freunde an von den Abonnenten oder so, sondern da sind eigentlich nur meine realen Freunde drin. Nicht böse sein, aber wenn mir jemand halt ein Bildchen schicken will für einen Spieler oder jetzt Trikotsatz, das können wir dann über Facebook machen. So, die 90. Minute, praktisch die letzte Minute dieser Saison 2020-21 hat angebrochen. Und ich werde immer so ein bisschen wehmütig, wenn so eine Saison zu Ende ist, weil ich bin jetzt seit 2011, seit 2010 genauer gesagt, ich habe ja mehrere Kanäle schon gehabt hier, bin ich hier am YouTube und jetzt in diesen, auf diesem Kanal habe ich jetzt 437. Aber jetzt nochmal, in die US hier nochmal, habe ich 437 Folgen gemacht, da bin ich sehr stolz drauf. Und einige YouTuber haben ja schon, ja, noch nicht komplett aufgehört, aber einige haben erstmal aus beruflichen Gründen aufgehört und so. Und bin stolz, dass ich noch dabei bin. So, jetzt gucken wir uns doch mal alles noch am Saisonende an. Also bis gleich. So, und da sind wir. Gehen wir erstmal in die Tabelle rein. Ja, zweiter Platz war klar. Bayern Meister, Bayern 04 Leverkusen hat den dritten Platz, auch eine tolle Saison gespielt. Schalke müsste dann, glaube ich, in diese, ja, wie nennt man es, Qualifikation gehen. Und Freiburg und Gladbach sind dann direkt qualifiziert, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das ist mit der Quali, mit der Champions League Quali. Auf jeden Fall Freiburg und Gladbach. Auch international, nicht international ist Frankfurt und Dortmund, das wird die Dortmunder treffen. Ja, zu den anderen Mannschaften bleibt eigentlich nur zu sagen, dass es eine tolle Sache ist, dass zwei Aufsteiger hier durchgekommen sind, nämlich Braunschweig und Düsseldorf. Und der HSV muss jetzt zittern, muss in die Relegation. Hoffenheim und Hertha gehen definitiv runter. Ich will aber mal gucken, wie das in den anderen Ländern ausgesehen hat. Österreich ist Salzburg Meister geworden und der eigentliche Meister, ja, ist ja, ja, waren die ja, genau. Dann haben wir Belgien, da ist genau dasselbe, Anderlecht ist wieder Meister geworden in England. Manchester City, der Meister FC Arsenal ist hier nur Dritter geworden, weit abgeschlagen, wie ich finde. Frankreich macht PSG das Rennen. Ja, uns habt ihr ja gesehen. Italien, Juventus Turin und AC Mailand auch hier nur Dritter. Die Niederlande, PSV Eindhoven ist Meister geworden vor Rotterdam und der eigentliche Meister vom letzten Jahr Ajax ist hier nur Vierter geworden. Also, das kann auch mal so laufen, ne? Portugal, könnt ihr mal in Ruhe gucken. Russland, Schottland, könnt ihr euch ja so ein Standbild reinziehen dann.
Ich lasse die mal jetzt durchlaufen kurz. Spanien wird noch interessant sein. Da wird Barcelona Meister und Real Madrid, der Vorjahresmeister, wird auch nur Dritter. Die Schweiz, Young Boys Bern, Young Boys werden. Und in Brasilien ist es Sao Paulo. Da ist also der Vorjahresmeister auch wieder Meister geworden. Jetzt wollen wir aber noch gucken in Deutschland. Die zweite Liga wollen wir uns angucken. Da ist jetzt Spielvereinigung Greuther Fürth der Gegner vom HSV. Und Paderborn, Holstein und Ingolstadt steigen ab. Das ist natürlich bitter. In der dritten Liga. Hallescher FC und Babelsberg steigen auf. Waldhof Mannheim muss in die Relegation. Und Aue und Stuttgart 2 und Bremen 2 steigen ab. Ich wollte aber nochmal gucken, in der zweiten Liga, wer da aufsteigt. Mainz steigt auf und Carl Zeiss Jena. Oh, das ist schön. Das wird viele freuen aus dem Osten. Das freut mich persönlich auch. Und dann haben wir jetzt noch die Regionalliga hier. Regionalliga Nord. Wir sind da ja Meister geworden. Und da müssen wir jetzt abwarten. Hier haben wir noch Regionalliga Nordost, Goslar. Dann haben wir noch West. Rot-Weiß Essen. Oh, die werden stark sein. Südwest. Freiburg 2. Und Bayern haben wir hier noch. Ja, ich habe hier gesehen, bei Südwest war das gerade. Hessen-Kassel auf 3. War ja auch mal eine Überlegung von mir, dort mal ein Projekt zu starten. So, jetzt gucken wir aber, da bin ich jetzt neugierig, erstmal Spieltagsstatistik. Okay. Unser guter Marc Reimann. Und jetzt kommt es auf die Torjägerkrone an. Ah, ich weiß jetzt nicht, wie Wetten das jetzt gewertet. Also es ist Milik. 38 Tore, Patrick Weyrauch hat auch 38, Marvin Ducksch ist Dritter. Aber hier zählt wohl irgendwie Punkte heute, Punkte insgesamt. Keine Ahnung. Naja, gehen wir mal weiter. Schade, ich hätte gerne den Patrick Weyrauch da ganz alleine auf 1 gesehen. Der letzte Spieltag, 90 Minuten zwischen Banken. Jetzt müssen wir gucken, wie es mit unserer zweiten Mannschaft weitergeht. Ich will aber auch keine Wettbewerbsverzerrungen machen, deswegen weitere Spieler nach unten gebe ich jetzt nicht an die zweite von der ersten. Das wäre ein bisschen unfair den anderen Vereinen gegenüber. Akzeptieren? Nein, das akzeptiere ich natürlich nicht. So, Saisonziel ist übertroffen worden. Mannschaft des Jahres, Reimann, Bender und Weyrauch. Stendere jetzt stärker. Ich lasse mal noch weiterlaufen, weil mich natürlich noch interessiert, was jetzt mit unserer Sache ist. So, jetzt hier haben wir Weltklasse haben wir bei den Torhütern keinen, international auch nicht. Aber das finde ich ein bisschen schlimm, dass hier der gute Marc Reimann, finde ich, hat eine tolle Leistung gebracht, dass er hier nicht auftaucht. Das ist ein bisschen enttäuschend. Bei den Innenverteidigern haben wir Brooks von Stuttgart, Weltklasse, internationale Klasse. Und von uns hier ist gar keiner. Ja gut, wir haben natürlich auch eine schwache Innenverteidigung, muss man sagen. Außenbahn, da haben wir den Ronny Markus im weiteren Kreis. Offensiv haben wir Niguez. Ja, da sind wir auch nicht so stark. Mittelfeld müssten wir stärker sein. Internationale Klasse, Denis Suarez, also der hat ganz gut eingeschlagen. Und bei Stürmern bin ich jetzt gespannt. Patrick Weyrauch wieder in der Weltklasse. Jetzt das vierte Jahr bestätigt er das. Und Tobias Ahrens auch. Jetzt glaube ich das dritte Jahr mittlerweile in der internationalen Klasse. Da freue ich mich natürlich drüber. Ne? Ja, aber wir sehen es in den anderen Bereichen, Mannschaftsteilen, sind wir nicht gut aufgestellt. Und ja, Marc Reimann. Natürlich ein guter Torwart, aber mal gucken, was hier passiert.
Ja, man kann schon sagen, die Spieler, die jetzt hier schlecht abgeschnitten haben, das waren unsere Verteidiger. Das kommt nicht von ungefähr. Gut, dann ist jetzt die Saison 2020-21 abgeschlossen. Wir haben hier ein gutes Ergebnis erzielt. Da sehen wir, Marc Reimann hat hier ein Angebot gekriegt. So, ich denke, so den Rest und den Saisonübergang, das machen wir in der nächsten Folge. Dann verabschiede ich mich erstmal, bedanke mich erstmal für, dass ihr wieder ja so gut mitgemacht habt in der Saison, dass ihr immer wieder meine Spiele hier euch anguckt. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Saison, ne? Also, dann machen wir jetzt erstmal Tschüss und Goodbye und bis zum nächsten Mal, bis zum Saisonübergang. Ciao.